Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario 64, der DS-Version. Ja, auch wenn ich das auf Wii U eigentlich immer spiele. Naja. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Aufgabe unser Stern genau ist, aber egal. Wir gehen einfach da mal. Verwunschene Bücher, irgend sowas stand, glaube ich. Ach, das kriegen wir eigentlich nur mit Luigi. Geben alle blaue Münzen? Wenn ja die hier die 100 Münzen eigentlich überhaupt nicht schwer, ne? Autsch. Hä? Der dreht wirklich durch. Irgendwie... Ah, es gibt eine Luigi-Kappe, okay. Sehr gut. Nicht hier noch? Was? Ey, die Luigi-Kappe ist auf der anderen Seite? Willst du mich verarschen? Ist hier hinter dem Bild? Hinter dem Gemälde? Oh nee. Der Witz ist, hinter dem Gemälde müssen wir genau hin mit dem Luigi. Hi Klavier. Der kommt mir immer vor wie ein Hund. Sonst gibt es keine. Oder vielleicht ist die Kappe oben, ne? Aber ich glaube nicht. Hier oben gibt es einen Stern. Okay. Und ich habe dann eine rote Münze gesehen. Jo, das ist die falsche Seite, ne? Gar nicht so schwer hier. Jo, da ist der Stern. Aber müssen wir wirklich mit Luigi machen? Naja, das kann ja heiter werden. Speichern und beenden. Habe ich speichern und beenden gesagt? Ich meine natürlich speichern und enden. Na gut, wir holen Luigi. Mit dem können wir die roten Münzen machen. Da müssten wir aber auch die 100 Münzen versuchen, ne? Dann ist, was mich immer noch im Wunder nimmt, wie kann man die Rutschbahn hier, naja, die 21 Sekunden. Luigi eigentlich da am schnellsten? Wir können ja mal noch reinspringen und kurz schauen, ne? Da kann ich ja kurz pausieren. Oder wir pausieren sie nicht. Nicht das Gefühl, dass er schneller ist. Ja gut, ein extra Leben kann uns nicht hören, ne? Ja gut. Also... Ich weiß ja nicht, wie ich sonst gebraucht habe und wieso ist der bitteschön im Boden drin. Kann ich eigentlich mit ihm auch nach oben schauen? Ging das überhaupt noch mit dem Schauen? Das geht wirklich. Wow. Okay, ich habe keinen Plan, wieso man das überhaupt tun kann, aber ja, okay.
Genau. Ey, kannst du mal hineingehen, du trotteliger Felsknäuel. Suche nach den 8 roten Münzen, ne? Okay, dann machen wir auch die 100 gerade. Naja, versuchen es wenigstens. Nächstes. Genau. Hallo? Liebe Sauge, ich will nicht. Wer ist überhaupt auf die Idee gekommen, so sowas als Gegner zu machen? Ich meine, stellt euch vor, oh, da ist ein Auge. Oh, das fiese Auge. Einfach ein Auge, das mitdreht und, naja, diese Tränen schießen kann. Oder wie man auch immer das nennen soll, ne? Das ist doch echt, oh, jetzt gibt es 2 Kappen. Und zwar eine Wario- und eine Mario-Kappe. Okay. Auch eigentlich einfach die 3 Münzen, ne? So, die erste ist eine Mario-Kappe und die zweite ist eine Wario-Kappe. Ich hab B gedrückt. So. Da die Geister auch relativ viele Münzen geben, hoffe ich, sind die überhaupt da. Seid ihr überhaupt da? Ah. Ja, wenn man die Kappe verliert, dann wird die einem angezeigt. Ah, es sind noch 2. Hey! So, der große, den will ich gar nicht sehen. Von 39 Münzen, ne? Für das wir eigentlich nur hier noch unten sind und... ja. Ich meine, die 8 roten Münzen, die geben ja schon 16, ne? Also eins an der DS-Version ist schön, dass man eine Karte eigentlich immer hat. Da ist das Verirren nicht so schwer. Beziehungsweise weniger schwer, dass man sich eben verirrt. Ich hab's nämlich falsch ausgedrückt. Dann ist das Verirren weniger schwer. Dann verirrt man sich weniger. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich weiß eigentlich gar nicht, was man hier hinten sonst irgendwie ist. Als... nur aus dem folgenden Grund hier. Weil hier gibt es auch eine Türe? Wo führt denn die hin, bitte? Gar nicht mehr die Tür. Ach, du willst mich doch verarschen hier. Und wie sollte man denn hier durchkommen? Oh, laut der Karte bzw. ist diese Türe genau das, was man sonst ja mit Luigi geht. Ach, eben der Quartier könnte man noch mit Wario kaputt machen, aber ich glaube, da sind auch noch Münzen drin. Deswegen, ja. Könnte das uns eigentlich egal sein? So, wo ist die rote Münze? Da oben. Wie soll ich denn da bitte schön hinkommen? Da brauche ich ja eine Mario-Kappe. Muss fliegen können.
So schön, sie visiert mich an. Ich bin mir unsicher, ob da eine rote Münze ist. Nee, das ist nur Feuer. So. Sonst war hier drin nicht. Na? Was haben wir da? Ja, ihr seht schon, 82 Münzen, ne? Ha! Hier auch Bücher? Ja. Und jetzt ein Weitsprung. Ja, der war wirklich weit. Okay. Ah, böses Buch. Boah, 91. Im Prinzip kann man hier durch. Und wir waren ja auf der Seite. Also, völlig blöd. Ich dachte, man kann da nur mit der Tarnkappe hindurch. Aber wir haben ja jetzt Folgendes gesehen. Man kann da eben auch anders hinkommen. Der Witz ist nur, was bringt da rein? Ich dachte, da hinten wäre noch eine rote Münze. Naja, da waren wir noch nicht drin. Da kann so weit springen, da muss man ja nicht mal hier unten irgendwas machen. Hui. So, 100 Münzen, ne? Sehr gut. Ich muss mir eigentlich sogar merken, wo ich die 100 Münzen habe. Jo. Lustig, dass er da eigentlich nicht auf dem zweiten Bildschirm fragt wegen dem Speichern, aber ist auch egal. So, da waren wir drin. Da waren wir ja noch nicht drin, ne? Hui. Wenn wir jetzt noch, wenn wir 150 bekommen, ein bisschen Leben bekommen, ne? Jawohl. Ah, da gibt es wieder eine Vario-Kappe. Jo. Wir hatten ja oben irgendwelche Blöcke, die wir zerstören könnten. Aber ich finde das mit den Kappen, die Idee so, dass man die wechseln kann, eigentlich überhaupt nicht schlecht, ne? So. Ich hoffe, in diesem Part kriegen wir das überhaupt mit den 100 Münzen hin. Mit den roten Münzen hin. 8 roten Münzen. Oh, wir kriegen doch, ob wir das mit den 100 Münzen hinkriegen, da bin ich mir unsicher, ne? Wir haben zwar nur 112 erst. Ich meine, wie lange dauert es, bis wir noch 100 bekommen? Ja gut, dass ich 200 bekomme, glaube ich. Ich habe ihr gesagt, das sind Münzen. Rote Münzen. Ja. Ja, ist super. Jetzt muss ich diese Kappe irgendwie loswerden. Ja gut, ich kann mich einmal treffen lassen. Sehr gut. Hä? Wo war denn die Türe? Jetzt. Da oben noch rote Münzen?
viel fehlt uns? 2, 4, 6. 2 fehlen uns noch, ne? Ja, toll. Ich muss nicht unsichtbar werden. Ja, wow. Ja, wir halten es mal an. So, ich versuche mal herauszufinden, wie ich die an die herankomme. So, wir haben ja hier irgendwie... Das nicht hier? Nee. Ach so. Na kurz. Also im mittleren Raum? Ach so. Okay. Also in diesem Raum, da oben. Und hier müssten noch eine rote Münze sein. So, hier oben haben wir sie vergessen. Ach, bin doch ein Dulli. Noch nicht. Nur die Frage, wie kommen wir überhaupt an die andere Münze ran? Ja, du. Labier. Also, eine Mario... Gut, ich hole mir eine Mario-Kappe. Weil wie soll ich nach unten? Na da. So, ich habe mir die Mario-Kappe geholt, liebe Leute. Weil ich habe auch geschnitten hier. Und ja, das Einzige, was wir jetzt machen. Wir gehen fliegen. Mal schauen, ob wir das hier kriegen. Jo. So, macht man doch das, liebe Leute, ne? Aber das ging jetzt schon ziemlich lange. Auf der Suche nach 8 roten Münzen. Jo. Irgendwie müssen wir jetzt aufs Dach steigen und so weiter und so fort. Aber liebe Leute, das sehen wir wahrscheinlich im nächsten Part. Oder wahrscheinlicher ist es, dass ich eher ein anderes Level mache. Und wir gehen mit Mario. Naja, irgendwo hin. Wir machen ein Picknick mit Prinzessin Peach, ne? Liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis demnächst. Tschüss!